Nachdem unsere letzten Recherchen im Kasten waren, haben wir Kinderreporter uns heute zum dritten Mal getroffen, um einen entspannten Nachmittag auf der Alm zu verbringen. Aber was ist denn das? Sieht das etwa aus wie eine Muschel? Warum ist der Tisch, an dem wir sitzen, eigentlich so rot? Aber nicht nur der, auch die Terrasse der Alm strahlt in dieser auffälligen Farbe. Nun war unser Reporterinstinkt endgültig geweckt. Und wir machten uns auf eine Zeitreise 200 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. In eine Ära, als es auf der Erde nur Lebewesen im Wasser gab. Kurz über die Autobahn gesaust und schon wurden wir von Hubert Freidel, dem ehemaligen Obmann des Adneter Marmormuseums, herzlich in Empfang genommen. Als wir nach einem kurzen Fußmarsch mitten im Wald auf dem Marmorrundweg angekommen sind, zeigte sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Schon die Römer sollen hier das bunt gemasterte Gestein abgebaut und damit ihre Bauten und Häuser verziert haben. Gestaunt haben wir, als wir hörten, dass der Marmor schon bis nach Kanada verschifft wurde und dass auch unsere bayerischen Nachbarn ihre Mariensäule München damit schmücken. Wird der Marmor nun poliert, zeigt er erst seine ganze Schönheit, die in der Struktur und Farbe völlig unterschiedlich sein kann. Auch versteinerte Ammoniten und Muscheln kommen erst jetzt so richtig zum Vorschein. Müde, aber zufrieden ruhten wir uns beim Schmiedemuseum aus und stellten uns vor, wie es wohl war, als hier noch die Fische schwammen. Damit uns diese Naturbesonderheit in guter Erinnerung bleibt, durften wir uns alle ein schönes Steinandenken mit nach Hause nehmen. Bericht und Fotos findet ihr wie immer auf unserer Homepage unter www.pfengingeralm.at. Day is the day. September.